Hey ho! Oh Mann. So langsam muss ich mir echt überlegen, ob ich hier nicht wieder Kahlschlag oder ob ich sie doch komplett rauswachsen lasse. Keine Ahnung. Egal. Leute, ich versuche heute hier herin indoor ein richtig geiles Pulled Pork zu machen. Das Stückchen Schweinenacken, was ich mal in einem Video aufgeschnitten hatte. Und ja, jetzt war ich am Überlegen, wie mache ich das? Tue ich das zuerst räuchern? Also es wird geräuchert, es wird gegrillt und dann kommt es in den Römertopf. Topf, ja, so in etwa soll das ablaufen. Tja, und dann habe ich überlegt und überlegt, habe beschlossen, ich mache es ganz normal. Ich tue es erst würzen, noch ein, zwei Stündle einziehen lassen alles. Tja, und dann tue ich es kurz angrillen auf dem Severin war es, glaube ich, auf dem Steakboard. Ja, und dann kommt den Rauch, wird nochmal schön geräuchert mit Hickoryholz und dann kommt im Römertopf. Ja, und da darf es dann drin bleiben, bis es fertig ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ab in die kleine, aber feine Küche und legen wir einfach mal los. Tja, für das Fleischstück zum Vorbereiten brauche ich gar nicht viel. Ich glaube, ich mache erstmal das Fenster zu. Nochmal, um das Fleischstückchen vorzubereiten, brauche ich gar nicht viel. Ich habe hier ein klein bisschen Senf noch drin. Der reicht mir vollkommen aus für das kleine Stück. Und würzen tue ich das heute mit dem Bratenzwerg von McAllister. Ich hätte auch jedes andere Gewürz nehmen können, was ich will. Aber was haben wir hier drin? Paprika, Kümmel, Thüringer Majoran, ich habe keine Brille auf, sorry. Knoblauch, Pfeffer, Zwiebelpulver, Curry, Zimt, Piment, Kumin, Senf, Sellerie, Salz. Hört sich gut an. Und riechen tut das Gewürz auch sehr gut, also nehme ich das heute. So. Jetzt tun wir erst einmal das Stückchen hier etwas entsaften. Ich spüle es vorher noch ein bisschen ab. Einer von euch hatte, glaube ich, in dem Video unten damals unten drunter sogar kommentiert, ich soll ein Pulled Pork draus machen. Jo. Und jo, genau das mache ich ja jetzt. So. So. Und Michi gar nicht dumm. Tut sich gleich eine Folie unten drunter legen. Eigentlich hätte ich das Ganze schon gestern. Naja. Senf eh leer, Deckel weg. Tschüss. Eigentlich hätte ich das Ganze gestern Abend schon machen können, aber irgendwie, tja, bin ich da nicht mehr so ganz dazu gekommen. Je länger natürlich so Gewürze dann einwirken können, desto besser, das wissen wir ja alle. Dann nehmen wir einfach unser Gewürz. Das Gewürz, ja, eurer Wahl. Und streuen das so richtig drauf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Einmal unten. Was ich ja immer sehr gerne dafür genommen habe, war der Ofer. Aber da habe ich ja jetzt momentan auch keinen. Ja. Ich spüle mal bloß kurz die Flosse. So, dale. Dann wickeln wir das ganze Stückchen hier schön ein.
Und dann wären wir mit den Vorbereitungen auch schon wieder fertig. Meine Schuhe furzen schon wieder, ich habe keine Socken an. So. Also idealerweise, wie gesagt, sowas am Abend vorbereiten, dass das richtig schön lange einwirken kann, einziehen kann, die Gewürze. Ich mache jetzt die Kurzvariante so mit 1,5 Stunden. 12, 1, ja, so bis 2 und dann geht's weiter. So, meine Lieben, ich habe jetzt wirklich ewig lang überlegt, mal mein Display hier drehen, ob ich das jetzt erst angrillen soll und dann räuchern oder vorher räuchern. Ja, im Endeffekt habe ich mich jetzt entschlossen, das auf alle Fälle mal vorher zu räuchern. Ja, so eine richtig fette Runde. So, aufpassen, dass ich hier nichts runterschmeiße. Geholt habe ich mir hier zu so einen Gitter. Kleines Gitter eben aus einer Konixform. Und da packen wir jetzt das Fleisch drauf. Erst einmal ein bisschen auspacken, sonst bringt das ganze Räuchern nichts. Boah, riecht das gut. Ich möchte mich jetzt nicht wieder unbedingt so einsauern. Dann schließen wir die Form. Dann wird es natürlich unten vom Überdruck wieder den Rauch rausdrücken. Hier nehme ich jetzt diese Hickory Chips von Sixt Barbecue. Habe ich irgendwo mal auf einer Messe mitgenommen. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, habe ich die nie verwendet. Ich liebe einfach das Hickory. Hickory ist für mich das beste Raucharoma, was man bekommen kann. So. Dann füllen wir hier wieder unsere Späne ein. Na, da bleiben, du Feigling. Machen natürlich noch sämtliche Fenster auf. Und ja, das Ganze werde ich jetzt mit Sicherheit mindestens 3 bis 4 Mal wiederholen. Ich möchte, dass da richtig, richtig Rauchgeschmack hinkommt und nicht nur so ein bisschen wie gestern an dem Rumpsteak. Also wie gesagt, das Rumpsteak hatte ein bisschen Rauchgeschmack und hier möchte ich ordentlich drin haben, dran haben. So, gleich ist ausgeglüht. Tja, dann abwarten. Ich werde, wie gesagt, das jetzt mindestens 3 Mal wiederholen. Und im Anschluss sehen wir uns wieder. Da geht es dann drüben auf dem, da drüben, auf dem Severin Steakboard weiter, wo das ganze Stück von allen Seiten schön angegrillt wird. Und danach geht es dann in den Römertopf. Und wieder eine Runde Vollgas räuchern. Ich glaube, das ist jetzt die 3. oder 4. Geil. Keine Ahnung, wie viele Räucherdurchgänge ich hier schon habe. Ja gut, nebenbei mache ich gleich wieder einen.
Es waren auf alle Fälle jetzt ein paar. Ich denke, das wird wahrscheinlich der letzte werden. Habe ich hier jetzt schon an Spargel liegen. Tja, ist mir so die Idee gekommen, den einfach noch in den Römertopf mit rein. Und zwar schneide ich den einfach ganz klein und schmeiße den unten in den Römertopf mit rein, wo ich übrigens auch dann noch ja, ein paar Baconstreifen mit rein wuchte. Zwiebeln liegen schon drin, aber das seht ihr jetzt sofort. So. Ja, ein paar Zwiebeln habe ich schon reingeschmissen. Da schmeiße ich jetzt einfach den Spargel oben drüber. Und das Ganze wird ja dann mit den, wenn es klappt, Pulled Pork, ja, komplett vermischt. Wie immer, ganz experimentierfreudig. So, die Zwiebeln sollen ein klein bisschen Flüssigkeit abgeben. Ich bin noch am Überlegen, ob ich noch zusätzlich ein bisschen Flüssigkeit rein tue. Weiß ich jetzt noch nicht, aber ich werde es euch dann berichten. Ja, das Ding ist eigentlich auch schon wieder fertig. Das war dann die letzte Runde. Jetzt warte ich noch 5 Minuten. Ja, und dann kann es auf den Grill. So, mittlerweile hat nicht nur das Ding hier Rauch, sondern der Grill da drüben raucht auch schon. Schauen wir mal rein, ob sich irgendwie optisch was verändert hat. Nicht wirklich. Oder doch? Ja, doch, riecht auf alle Fälle räucherig. Ich werde das Stückchen jetzt angrillen. Nach dem Angrillen gebe ich einfach ganz pauschal noch mal eine Runde Rauch dazu. Und ja, ob es was bringt oder nicht, sei jetzt dahingestellt. Wir gehen rüber, ja, zum Grill.